Hey Leute, es gibt ein neues Update für DaVinci Resolve auf dem iPad und zwar Version 18.6.6. Und wisst ihr, was richtig cool ist? Jedes Mal, wenn wir eine Desktop-Update-Version bekommen, also hier zum Beispiel DaVinci Resolve Studio 18.6.6, dann bekommen wir das auch auf dem iPad. Und das war jetzt schon, seit wir die iPad-Version haben, kam auch immer, wenn es ein Update für DaVinci Resolve 4 gab, auch fürs iPad. Das heißt, wir haben nicht nur die volle Version mit allen Tabs, also was spreche ich? Die Tabs hier unten. Edit Page, Fusion, Color Page, Fairlight. Wir haben all diese Tabs mit einem Shortcut auch in DaVinci Resolve auf dem iPad. Im heutigen Video testen wir, ob das auch immer noch funktioniert nach dem Update. Was ist die Update History? Hier können wir hier auf Update History klicken. Dann können wir da drauf gehen und dann sehen wir, was da jetzt abgedatet wurde. Mit 18.6.6 wurde Address Default Alpha Mode Interpretations from some QuickTime Videos, also Alpha Modus Improvements. Dann hier Sony XAVCH Videoclips hat es offline angezeigt, das wurde verbessert und dann eben some Management and Trim Issues with the Sony 8K Material und some General Performance and Stabilization Improvements. Also das hier ist ein minor Update, aber wir gucken und was ich schon sagen wollte, richtig cool, dass es immer zur gleichen Zeit eben passiert. Wir machen jetzt das Update zusammen. Okay, die Update ist fertig. Klicken wir jetzt mal drauf und gucken uns das Ganze an. Ladebildschirm immer noch das gleiche, 18.6. Und man Englisch, Deutsch. Es lädt immer als letztes das Projekt, was eben als letztes geöffnet wurde. Und jetzt sehen wir hier unten die Cut-Page und Color-Page. Schauen wir mal, ob die Shortcuts noch funktionieren. Hier 3, 4 und so weiter. Dann haben wir hier die Edit-Page. Wir haben Fusion. Funktioniert also alles nach wie vor. Update funktioniert. Und ein was weiteres noch, ich hatte schon gesagt, dass ich irgendwann ein Speed-Editor-Video machen werde. Der Speed-Editor ist so cool, da kann man so viele Sachen damit machen, dass daraus nicht nur ein Video wird, sondern es wird ein komplett neues Modul geben, was ich auch separat verkaufen werde, also als Produkt, was man kaufen kann. Aber auch alle DaVinci Resolve iPad Masterclass Studenten werden dieses Modul dann kostenlos bekommen. Das heißt, wenn du drüber nachdenken möchtest, hol dir das gerne. Was gibt es noch als Update? Wir haben Final Cut Pro fürs iPad als Masterclass endlich gelauncht. Das war letzte Woche. Daher habe ich noch genau dieses Cover hier. Das ist Final Cut Pro fürs iPad hier. Final Cut Pro fürs iPad. Wenn du Final Cut Pro fürs iPad lernen willst, weil das ein bisschen einfacher natürlich ist wie DaVinci Resolve, ist sehr komplex die Software, dann kannst du ja auch gerne die Masterclass für Final Cut Pro am iPad angucken. Das war schon alles, was ich dir heute sagen oder zeigen wollte. Ich hoffe, das Video war informativ. Gib mir einen Daumen hoch, abonniere auch unseren Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin Daniel. Mach's gut. Ciao.